Ja, und damit einen wunderschönen Abend und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Wir haben es 19:58 Uhr, 59, nein, 59 glaube ich, ist es. Prost zusammen zum Wohle. Ja, wir spielen heute wieder Dishonored im Live-LP. Wir spielen weiter. Die erste Folge müsste jetzt gleich um 8 Uhr auf YouTube erscheinen von letztem Mal. Ich muss die anderen 5 Folgen aber nochmal ein bisschen bearbeiten, da sie irgendwas mit der Stimme nicht korrekt passiert. Nicht richtig abgestimmt. Da muss ich dann nochmal schauen. Einen wunderschönen Abend, Niki. Willkommen zu Let's Play Live Show. Hallo Klangkasper, hallo Tyrial Prime. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir spielen weiter. Wir waren hier gewesen. Und ja, da müssen wir jetzt mal schauen. Das war, glaube ich, eine Nebenquest, die wir hier erledigen können. Und wir müssen jetzt mal schauen. Alter, ist das wieder laut? Das ist ja unfassbar. Aber so ist gut. So muss es sein. Und ich weiß die Steuerung gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich muss erstmal selber schauen, wie das nochmal war. Durch die Wand schauen, müssen wir mal gucken, dass wir es mal eben ausrüsten. Das machen wir nach da. Wir wollen ja keinen umbringen, haben wir ja gesagt. Wir sind auf einem guten Wege. Hier brauchen wir eine Zahlenkombination, da müssen wir dann mal schauen. Schauen wir durchs Schlüsselloch mal eben schauen. Okay, da ist nichts. Die können wir, glaube ich, getrost öffnen. Da ist, glaube ich, niemand drin. So. Die Beute nehmen wir mit. Wir schleichen einfach mal weiter. Hallo Patrick und ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ich unterschreibe nächste Woche meinen Arbeitsvertrag. Das ist super. Das freut mich für dich, Klangkasper. Herzlichen Glückwunsch. Geht weg, ihr Ratten. So. Schauen wir mal hier rein. Moment. Oh. Hast du den Türgriff zu Dr. Galvanis Labor berührt? Ja, ich glaube schon. Dann musst du dir deine Hände gut waschen. Die Ratten bekommen ihre lebenden Essenzen überall her, sagt der Doktor. Lebende Essenzen? Meinst du Innereien? Ich glaube schon. Also musst du deine Hände reinigen. Sie sind verseucht. Verseucht? Das ist Unsinn. Können wir nicht... Nein, ich sag's dir. Mit Reinigungsbenzin oder weißem Essig. Ist gut, ist gut. Was macht er den ganzen Tag? Ambrose sagt, er züchtet verseuchte Ratten. So ein Quatsch. Der Doktor ist brillant. Wenn jemand die Stadt retten kann, dann er. Der kaiserliche Arzt wird uns retten. Ich habe gehört, sein neuestes Elixier ist doppelt so wirksam. Ich verstehe nicht, warum Galvani Sokolov so bewundert. Kaiserlicher Arzt oder nicht, ich hörte, er sei ein Scheusal. Ein abergläubiger Stelzbock, der mehr Zeit mit Prostituierten als im Labor verbringt. Soll das ein Vorgeschmack auf unsere Ehe sein? Schätze schon, was? Ich hoffe nicht. Ich sage es dir ganz offen, dafür fehlt mir die Ausdauer. Verstehe ich nicht. So, alles, jawohl. Gut, die gehen da lang. Ich werde jetzt mal nicht durch die Tür wandern, weil die standen ja da. Ich habe so ein bisschen Sorgen, dass... Wie konnte ich mich denn nochmal... Nein, Uhr. Verdammt, ich habe die Steuerung nicht mehr drin. Verdammt, wie habe ich mich denn nochmal... Wie konnte ich mich denn nochmal zur Seite lehnen? Das ist aufstehen? Ach so, okay, alles klar. Wie steckt dich das denn nochmal weg? Achso, okay. Verdammt. Ich wollte aber gerne, bin ich ganz ehrlich, Betäubungsbolzen dorthin setzen. Weil die sind besser. Wir müssen mal hier ganz vorsichtig vor. Was soll ich jetzt machen? Weiß ich doch nicht. Wo ist die denn? Der ganze Ort ist vor die Hunde gegangen. Psst. Ganz leise. Okay. Ah, da ist sie, okay. Wenn wir versuchen, ob wir sie mal kriegen können. Vielleicht können wir sie hierher locken. Oh nein! Vielleicht kommt sie ja hier hin. Müssen wir mal schauen. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show, Flash and Fango. Und auch an alle anderen, willkommen zur Let's Play Live Show, jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Ihr habt richtig eingeschaltet. Wir spielen heute Dishonored im Live-LP weiter. Ich bin mal ganz schön mutig.
Er hat zwei gedrückt, hat ein Schlafen liegen, ne? Genau. Erstmal nehmen wir den Schlüssel ab und dann legen wir uns schlafen. Nein! Ich muss das Spiel leider nochmal neu laden. Es tut mir leid. Es tut mir leid, denn ich möchte ja niemanden töten. Das ist ja so meine Aufgabe. Meine Aufgabe. So wie bei Wally. Aufgabe? Aufgabe? Das war falsch. Was war denn nochmal? Okay, dann müssen wir das nochmal neu machen. Müssen wir natürlich den Dialog jetzt nochmal uns anhören. Tut mir leid. Ich versuche es natürlich so schnell wie möglich. Was war denn nochmal? Ich schaue nochmal eben schnell in die Steuerung. Es tut mir leid, aber steht das nicht irgendwie hier drin? Steuerungsbefehle an. So, warte mal. Lehnen. Waffe einstecken, halten, benutzen. Schwertangriff, blockieren, parieren. Ausrüstung, Kraft einsetzen, schnell mal gedrückt halten. Okay, da steht jetzt nichts. Gestrobisch was. Hallo Säckchen, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moment, hast du den Türgriff zu Dr. Galvani? Ja, das kennen wir ja schon. Und hallo Chiller Killer, auch an dich einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur LPLS. Ihr habt richtig eingeschaltet, es ist wieder 20 Uhr. Wir spielen heute zwei Live-LPs. Erst fangen wir an mit Dishonored und anschließend spielen wir Soma. Die erste Folge Soma ist ja auch schon online auf YouTube und die erste Folge Dishonored ist jetzt, müsste jetzt schon online sein. Wie gesagt, ich muss die Folgen von Dishonored nochmal ein bisschen bearbeiten, weil die Stimmen so ein bisschen verzerrt sind. Das ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen bei dem PS4-Familientreff. Das liegt daran, weil das Renderprogramm ein bisschen scheiße gebaut hat, muss ich einfach mal sagen. So, und für dich auf YouTube, herzlich willkommen, falls du gerade zusiehst. Willkommen zu einer weiteren Folge, Folge 7 müsste es sein. Let's Play Dishonored. Wir machen natürlich zwischendurch hier im Stream natürlich kleine Pausen. Davon wirst du nicht viel mitbekommen auf YouTube. Für dich ist einfach nur Folgenpause und dann geht's weiter. Jetzt muss ich mal schauen, die müsste ja gleich eigentlich hier hinkommen, ne? Kann ich mich hier irgendwo vorher verstecken? Hü, scheiße, die kommt. Scheiße. Nein, das will ich nicht. Mist, die kommt doch noch nicht. Okay, die kommt doch noch nicht. Er geht da oben, sie geht da lang. Ich muss diese Stelle behalten. Er sagt, bringen Sie einen Flächer. Kommt die jetzt hier irgendwo lang? Ach, guck mal. Wie kriegen wir das denn offen? Okay, die ist da hinten lang am Laufen. Hallöchen, Lexchen. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu einer neuen Runde Dishonored. Wow, 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 wow. Nein. Geh unterm Tisch. Ich hoffe, sie hat uns nicht gesehen. So, jetzt bleibt sie da. Nein. Scheiße, fuck. Sie rennt natürlich jetzt nach oben zu den Wachen. Das heißt, wir müssen uns so schnell wie möglich jetzt irgendwie ein Versteck suchen. Verdammt, Kacke. Das ist ja überhaupt nicht gut gelaufen. Ich hoffe, die Tür geht nach hier auf. Verdammt, so ein Mist. Ja, mache ich auch. Das ist sie hier oben, ne? Sie hat sich auf jeden Fall versteckt. Mist, das lief nicht gut. Verdammt, das lief überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt kein guter Start hier für Dishonored. Überhaupt nicht. Ah, da ist er ja. Geh du mal schön nach oben. Genau, dann gehen wir mal hier rein. Vielleicht kommt die Putze ja gleich auch wieder runter. Die Putzfrau. Müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir ja auch hier in dem Gebäude
die Zahlenkombination für den Tresor, weil den Tresor möchte ich doch schon gerne aufnehmen. So, was haben wir denn hier? Ich bin zu einer Abendveranstaltung im Hause Boyle eingeladen worden. Ich werde selbstverständlich nicht hingehen. Der 28. Tag des 7. Monats, des Monats der größten Kälte, der Tag, an dem ich Anton Skoloff an der Akademie begegnet bin. Warum sollte ich das Jubiläum des wichtigsten Tages meines Lebens damit verschmutzen, die Stiefel der Aristokraten zu lecken? Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Ich werde das Rätsel dieser Seuche lösen. Vielleicht zelebriere ich an dem Tag mit einem Glas thyvianischen Rotweins. So. Putzfrau wird wahrscheinlich immer noch oben sein. Weiß ja eine tolle Uhr. Hier ist auch noch ein Buch. Das können wir auch noch. Oh Gott, das ist. Oh, Alter, so viel zu lesen. So, die Fahrt nach Pandysien. Ein Mann, mit dem ich unterwegs bin, sind gute Seeleute, von denen zweifellos die Hälfte ihrer Erfahrung durch die am müpfigen Piratenschiffe des sektorianischen Archipels gesammelt hat. Oder vielleicht sollte ich waren gute Seeleute sagen. Denn die Hälfte von ihnen starb noch, bevor wir die zerklüfften roten Klippen erblickten, die jene begrüßen, die den sogenannten fernen Kontinent besuchen. Krankheit, Zwist, vergiftet von einer Schule oder besser einem Schwarm fliegender Fische von Vogelleichen über die Wellen segeln und zum hunderten auf dem Deck landeten, um jeden, der sie berührten, mit ihren giftigen Stacheln zu stechen. Zwei Männer von stürmischen, dämonischen Winden über Bord geweht. Der ruhige tryvianische Navigator, tot in seiner Koje, in seinen weißen Fell gewickelt, die Augen angstgeweitet. Nur wenige haben den Ozean überquert und der Weg nach Pandysien ist weiter, als die meisten es sich vorstellen können. Mehr starben beim Erklimmen der Klippe. Und nun stehe ich mit nur mehr einer Handvoll Männer hier und blicke über das großartige Land, das jemals existierte. Meine Verbündeten haben Angst, denn was sie sehen, übersteigt ihren Verstand. Und nun ist auch der Kapitän tot, gebissen von etwas, das wie ein Präriemaulwurf aussah. Doch das auf eine Berührung mit rasantem Zorn reagiert. Nun liegt es an mir, sie zu führen. Ja, ist ja eine tolle Geschichte. Okay, die sitzt immer noch da oben. Dann werden wir mal nach unten gehen. Oh, da ist jemand. Der hat sich gerade umgedreht. Das passt ja irgendwie super gerade. R1 gedrückt halt. Achso. Komm mit. R1 war das. Ich habe vorhin R2 gedrückt. So. Bewusstlos. Die Tür schließen wir mal. Hier liegt noch ein Buch wieder. So, Auszug aus einem Werch, das eines der 7 Gebote erläutert. Das 3. Gebot. Zäume die rastlosen Hände, die schnell zu greifen des Outsiders werden. Frei von erhabener Arbeit eilen sie zu schäbigen Gewinn, leerem Streben und Taten der Gewalt. Welchen Wert haben die Hände, die stehlen, töten und zerstören? Setze stattdessen deine Hände an den Pflug, die Gabel und den Spaten. Denn selbst die niederste Arbeit drückt die Muskeln wie ein Schwarm, der unter der Unreinheit aus Geist und Körper entlässt. So, was haben wir da? Guten Abend, Smirks, ich grüße dich.
Welchen Schwierigkeitsgrad spielst du? Ich spiele auf normal. Also das ist der normale Schwierigkeitsgrad. Weil ich möchte gerne doch, das Spiel auf normal durchspielen. Erstmal und wie gesagt, niemanden töten. Boah, das ist so viel zu lesen. Ich glaube, wir hatten letztes Mal, glaube ich, auch gesagt gehabt, was ist denn hier los heute wieder? Es geht schon wieder los mit... Ich verstehe das nicht. Immer diese nervigen... Leute, die ihre Links posten. Sag mal, habt ihr keine Hobbys eigentlich? Das muss echt mal... Sag mal, irgendwie seid ihr für mich nicht ganz klar im Kopf, oder? Kann das sein, dass ihr irgendwie einen Dachschaden habt? Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Sucht euch doch eine Facebook-Seite, wo ihr das postet. Oder sucht euch... Oder macht eine eigene Seite auf. Warum müsst ihr das unbedingt hier posten? Ihr erbärmlichen kleinen Mistkinder. Muss ich einfach mal loswerden. Tut mir leid. Aber ist so. Na? So. Ach, da sind zwei. Ach, da sind zwei. Scheiße. Huh. Ha. Kann ich denn einen... Haben wir denn hier irgendwas zum Locken? Da ist eine Flasche, ne? Mal gucken, vielleicht kann ich einen hier hinlocken. Oder hier eine Teetasse. Müssen wir mal schauen. Ja, das hat ja super funktioniert. Finde ich ja ganz toll. Dann müssen wir nochmal eine Flasche nehmen und nochmal... erbärmlichemisskinder.de. Hat er gar nicht mitgekriegt, ich glaub's ja wohl. Das ist ja wohl die Oberhöhe. Verdammt. Dann müssen wir es doch ein bisschen anders handhaben. Oder geht der jetzt da hinten lang? Ich glaube, der geht. Nein, doch nicht. Verdammt. Die haben wahrscheinlich Langeweile, ja, das glaube ich auch. Wie gesagt, dann sollen sie ihre Langeweile woanders auslassen, aber nicht hier im Stream. So. Machen wir das mal anders. Kann ich mich denn nochmal lehnen? Ja, das geht. Kommt der jetzt hier lang? Ja, der kommt. Hab was gehört. Hab was gehört, ja. Hast du auch. Schlafen legen. Schön schlafen legen. Der eine hat sich auch umgedreht. Sehr schön. Natürlich ab 22 Uhr wieder Soma. Ja klar, selbstverständlich. Das merkst du, kannst auch Fragen stellen. So, Prost zusammen zum Wohle. So. Jetzt warte ich nur auf den richtigen Moment, dass der sich umdreht. Weil dann schnappe ich mir den nämlich auch. So, der steht genau in der Vitrine, genau in unsere Richtung. Das ist doof. Mit dem Dolch auf Wände schlagen lockt auch fein an. Achso, okay. Cool, danke Mannbad. Und willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr eingeschaltet habt alle. So. Boah, das war knapp. Ich hoffe, der dreht sich jetzt... Uah. Ja, heute wieder bis Open End auf jeden Fall. Und ich denke mal, heute wird es auf jeden Fall auch länger gehen wie gestern. Gestern war ja nur bis Viertel nach. Ach komm, legen wir den hier hin. Da liegt er im Bett und pennt. Naja, nicht ganz. Ist ein bisschen dunkel, fällt mir gerade auf, ne? Ich werde jetzt mal ein bisschen die Helligkeit erhöhen.
So, Helligkeit anpassen. So, machen wir das so. Speichern. Und weiter geht's. So. Ich würde sagen, wir machen hier für YouTube eine kleine Folgenpause und dann geht's für dich dann gleich in der nächsten Folge weiter. Also bis gleich.